Hallo, liebe Jungfrau. So, heute Hotel Mama, sieht man am Tisch. Ja, das ist ein neuer Tisch ist, das ist dann nur Hotel Mama. Es wird umsorgt und man wird zusammengefaltet, weil man nicht das tut, was die Mama haben möchte. Ja, wie ihr es bestimmt alle kennt. Also, ihr Lieben, bevor ich loslege, wir haben ja, ist jetzt Juli-Horoskop, ne? Und ja, wir sind jetzt auch im Sommer, ne? Da merkt man halt auch immer, ne? Wie wichtig es ist, denn, dass wir eine schöne Umwelt haben. Ja, also wäre toll, wenn wir so ein bisschen mehr, ich auch, nicht ausgeschlossen, mehr so darauf achten, ob jede Autofahrt nötig ist oder ob wir auch alles brauchen. Ne? Also ich merke das selber bei mir so, bei meinen Hosen. Ich habe locker jetzt 5 Hosen nochmal nachgekauft, ne? Da brauche ich bestimmt 10 Hosen, aber davon ziehe ich nur regelmäßig 3, 4 an. Oder 3, 4 würden ausreichen, ne? Ich ziehe nicht alle 2 Tage eine andere Hose an. Also jeden Tag eine andere Hose. Ne? Also von daher, ja, wenn wir da so auf die Umwelt ein bisschen mehr achten würden, so ich nicht ausgeklammert, wäre das toll. Okay, let's go. Was mein Schicksal ist, so soll es sich im Kaffeesatz widerspiegeln. Ha, ich sehe so ein Urlaub anstehend, ja. Irgendwie Strandurlaub vielleicht, ja, auf jeden Fall so ein liegend. Kann auch am See sein, ne? Auf jeden Fall, ja, du wirst eine Auszeit nehmen müssen, nimmst dir die auch, ja. Und liebe Jungfrau, ja, du hast es, glaube ich, bitter nötig, mal so mal abzuschalten, ne? Ein Tapetenwechsel, ja. Auch, ne? Wenn es manchmal keinen Sinn macht, ne? Aber ein Tapetenwechsel ist wirklich manchmal sehr, sehr erforderlich hier. Ja? Person, die liegt. Ja? Alles Liebe wünsche ich dir.